Sie. Hallo und herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Nordfriesische Marsch Vierfach Map 2.0. Ich begrüße herzlich gerne den Ostrantin. Hallo schön. Juhu! Den Fabi, den Deppen. Hallo, du bist ja und der Depp. Und der Neuanfänger von Team neu auf LS. Ja, bla bla bla. Hallo. LS News. Was heißt ihr Anfänger? Strich David. So. Ich wusste schon immer, dass du eine Frau bist, Schweizer. Wusste schon immer. Ja, ich bin wieder, was heißt wieder, neu dabei und endlich im Multiplayer auf der Map. Ich hatte ja die Map schon mal gezockt, aber nicht in der Vierfach. Und im Singleplayer und ja, jetzt halt immer im Multiplayer, ne? Da geht einiges voran jetzt. Und wahrscheinlich auch nicht in der Version. Nee, so, nicht was, in der Version. Was haben wir zu tun? Ausrein. Also ganz ich kurz will in die Produktionszeitung reingehen. Also ganz kurz zur Erklärung. Fabio und ich sind hier oben tätig. Ich kann mal ganz kurz auf der Map gucken. Ich und Ausrein sind unten tätig. Das ist bei Feld 25 neben der Haferflockenfabrik an der Holzindustrie quasi. Da beginnt der ganze Spaß. Und zwar brauchen wir extrem viel Holz für den Anfang. Und zwar für fast jede Produktion. Und deshalb, ja. Fangen wir da einmal an. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich hier die ersten Paletten mal noch rüberfahre zur Holzpalettenproduktion und dann oder zur Leerpalettenproduktion und dann ja, geht's los. Gut, ich fahre hoch zur Zeltstofffabrik, bringe da Hackschnitzel hin und Leerpaletten, die lade ich erstmal ins Palettenlager. Die Bienenstöcke, Schweizer, welche Bienenproduktion willst du zuerst in Gang setzen? Das ist mir Schnuppe. Schnuppe wie Wumpe. So, auf jeden Fall müssen wir in unserem schönen Deutsch sein. Ich habe zwar immer noch keine Arbeit, aber ich muss mir überlegen. Doch, bei Sägewerk kannst du da aufhören. Ich habe keinen Brennstoff sind da drin in unserem Sägewerk. Dann muss ich den IT-Runner nehmen. Wie sieht das aus mit der Folgenverteilung und der Uhrzeit? 12, 7, nee, warten jetzt mal kurz. Doch, es kommt täglich um 12 Uhr, oder? Täglich um 12 Uhr. Okay. Habt ihr bei euch auch ein, also aus der Schweizer, habt ihr bei euch auch ein Error drin? Ein Warning? Wegen das Gearbox? Muss kein ja, das muss keiner passieren. Achso. Ich glaube, das ist wegen dem Optum, weil ich da ja den Gearbox rausgeschmissen habe. Also da nicht mit Gearbox gekauft habe, sagen wir es mal so. Ja, weil bei mir komischerweise meiner fährt nicht über 33 km/h ein LKW. Oh. Wartet mal kurz im Pause. Mikrofon ist leise, man laggt wieder. So, bin ich on the road, Leute. Wie weit vorne ist der Trigger, bitteschön? Das ist ja übel geil. Warte kurz. Meine Mutter darf kurz ihre Hunde zu mir kurz. Sie hat kurz Besuch. Ich ruckel die ganze Zeit vor und zurück, obwohl ich alles auf vollen FPS hab. Junge, die Paletten überholen mich. Mir nicht. Ich ruckel nur vor und zurück. Eich. Alter. Der Hund von meiner Mutter hat mich gerade gebissen, dass es mein Blut rausspritzt, Alter. Doch, hab ich gebissen. Ey. Ist ja da. Du würdest ja nicht mehr leben, wenn ich will, nicht mehr leben, Junge. Na klar. Ich würde nicht mehr leben, wenn ich nicht mehr leben würde. Das möchte ich mal gerne wissen. Was? Was der Hund wieder treibt? Gar nicht. Oh. Was ist der Falschkopf? Alter, wieso leckt das gerade so, obwohl ich volle FPS in alles ja. Hab? Ich weiß nicht, was bei euch ist. Wo bist du gerade? Hast du gerade am an der BGA Nord, mitten im Dorf. Bei mir elektrisch. Das kann sein, dass wenn einer oben am Wald ist und Holz ist, dass es da einfach extrem leckt, weil es zu viel Holz produziert. Das brauchen wir halt auch. Das ist echt wichtig. Einen Moment, Leute. Ja, sorry für die Lecks, Leute. Das ist echt absichtlich, aber kannst halt echt gar nicht ändern. Ja, wobei halt echt gar nicht ansonsten außer diesem einen Warning ja drin aber ist. Haben wir Lua-Fehler? Waren doch auch vorhin Lua-Fehler drin oder habe ich mich da verlesen? Ne, jetzt haben wir keinen Lua-Fehler mehr drin, oder?
Ja, stimmt, wir haben ja voll neu gestellt, aber vor dem Neustart war auf jeden Fall einer drin. War wegen dem John Deere. Wegen deinem LF19 John Deere Schweizer. Ja. Den würden wir, also ich würde den rausklatschen, wenn ich du wäre. Das verursacht nur Probleme auf dem ganzen Server. Ja, können wir rausklatschen. Ach, wenn David sagt, dann geht er sofort raus, oder was? Ja. Hast du? Nee, ich spreche nach der Folge. Du musst diesen Burschen wieder entziehen. Was? Ich hab nur gesagt, dass David, nee, wenn David irgendwas sagt, dass der dann direkt darauf hört. Ey, du Burschen. Wenn ich auf jemanden höre, dann ist es eigentlich nur die rechte Hand von mir. Und das ist Oskar. Und nicht mehr. Oh, ich hab's auf Band, Schweizer. Ich hab's auf Band, ja. Also. Wieso? Leckt das jetzt gerade so heftig? Also bei mir leckt gerade gar nichts mehr. Also bei mir, ich bin jetzt gerade beim Sägewerk, leckt gar nichts. Also ist ja normal, dass mit den Paletten und hier. Wo ist denn die scheiß Einfahrt zum Zellstoff? Kann natürlich auch sein, dass hier auf dem. Zellstoff? Wow, lol. Kacke. Was war das gerade, Leute? Habt ihr das gesehen? Ja, ich habe auch gerade richtig. What the fuck? Fuck? Jetzt habe ich auch mehr. Jetzt habe ich auch mehr als 30. Ah, sorry. Mhm. Ich hatte Dynamic Codes nicht angeschlossen. Was war das gerade? Habt ihr gesehen, Leute? Ja, keine Ahnung. Es ruckelt gerade extrem, obwohl voll. Ja. Volle FPS und alles. Ja, das. Ich weiß nicht. Ich habe gerade die Palette hochgenommen und auf einmal macht es Flupp und die Palette liegt wieder unter dem Paletten-Kollektor. Also nicht unten drunter, sondern einfach oben drauf und backt so, ist kurz weg und kommt wieder hoch. Also ich habe zwischen 40 und 50er Ping und FPS habe ich auch zwischen 50 und 60. Ja, weil du der Host bist, du Affe. Ich bin gar nicht der Host, du Affe! Ja, das ist schon klar, aber er hat ja den Server, geht ja über seine IP, hat ja separat noch eine eigene IP, nehme ich mal an, oder daheim? Nee, gar nicht. Also ich habe 60 FPS und 20er Ping. Guck mal, du hast doch daheim von deinem Router aus eine eigene IP. Mhm. Und die ist anders als bei uns. Wen hätte ich das bedeutet? Was? Du hast keinen Router? Nee, ich kann ihn nicht benutzen hier. Warum nicht? Boah, leck gerade. Weil ich kann ihn gerade hier nicht benutzen. Wieso das nicht? Weil ich mit dem Wohnwagen draußen bin und kann ihn nicht benutzen. Warum bist du im Wohnwagen? Das erklärt doch die Lex. Ich bin jedes Mal 6 Monate im Wohnwagen. Hast du da überhaupt Internet? Das Handy. Ich hab da gutes Internet. Ach du Scheiße. Junge, ich hab einen 40er Ping, was soll das? Über gutes Internet reden wir nach der Folge nochmal, aber ja. Ja, wollte gerade schon sagen. Ja, Junge. Wieso leckt's bei mir nicht? Wieso leckt's bei euch? Das hat ja nicht mal was mit Ping zu tun, Schweizer, gerade. Ja, das hat was mit deinem Internet zu tun, hauptsächlich. Nein! Natürlich. Guck mal, von deinem Router oder von deinem Handy geht eine eigene IP aus. Ja, guck mal auf TS. Guck mal auf TS. Auf TS habe ich jetzt mal dezent ein 50er Ping. Und da kann es nicht wegen Internetprobleme sein. Guck mal, aber wir sind 4 Leute auf dem Server. Komischerweise ist einer davon derjenige, der den Server mietet. Und bei dem läuft's gut. Ja, und komischerweise die anderen 3 oder 2 haben nur Lex. Ich will mal was erklären. Nicht, ich hab den Server bestückt. Wer hat denn sonst die Mods hochgeladen? Du oder ich? Nicht ich. Wer das denn sonst? Ich hab die Mods hochgeladen, aber 80% der Mods kamen von dir. Ja. Und das war dein gesamter Mod-Ordner. Was, 80% getroffen? Nein. Von mir kommt genau das Fliegepack, das DPW-Pack. Und das hat keine Fehler. Glanz, schmeißt auch nie Fehler raus. Glanz, Game Extension und der Fan 1000 und der 9er Serie. Mehr habe ich nicht hochgeladen. Oder was habe ich noch hochgeladen? Das Allö Pack hat auch der Schweizer hochgeladen. Das Kotte Pack habe ich noch hochgeladen. Die IT-Runner.
Ja, die zwei IT-Runner, die waren auch noch. Die habe ich hochgeladen. Die haben aber keine Fehler. Das C-Tros-Pack hast du hochgeladen. Dann noch den Einachs-Trailer. Den hast du hochgeladen. Nee, den habe ich hochgeladen, aber der hat auch keine Fehler. Der Cargo Bull, den habe ich hochgeladen, der hat auch keine Fehler. Und also komischerweise den John Deere. Ich geh mal stark davon aus, wenn sich der Fabi extrem gut mit Logs aus, oder zumindest gut auskennt mit Errors und die auch bearbeiten kann, sodass es keine Errors mehr danach sind, der keine Mods benutzen wird, die Errors haben oder die irgendwie fehlerhaft sind. Doch, macht er schon. Den John Deere habe ich nicht hochgeladen, den hast du hochgeladen, der hat Errors. Fabi, wir wollen jetzt nicht diskutieren. Was ist mit dem Unimog? Den? Ah, nee, wir reden jetzt nicht weiter in der Folge. Auf jeden Fall reden wir nicht weiter. Moment mal, Schweizer. Den kann... Nauze. ...könnte ich behandeln. Nein! Da hat er auch Fehler. Du hast dich mal gesehen, du hast einen Case Puma auf die Stappenbach raufgeladen, wo konnten wir nichts mehr machen. Also, was willst du reden, Junge? Ja, das kann ich aber vorher nicht wissen. Er hat ja keine Errors gehabt, Schweizer. Bitteschön. Schweizer, warum bist du so aufgeregt? Warum bist du so aufgebracht? Für was? Was bringt das dir? Chill doch mal ein bisschen. Ich chill ja schon, aber chill. Schweizer, der hatte aber ja auch keine Errors, wenn du in die Konsole geguckt hättest. Hat er ja nicht. Ja, deshalb ja. Aber wenn er sie gesehen hätte, wenn er die Konsole gehabt hätte, hätte er es gesehen, da war kein Error drin. Ja. Und Fabi benutzt keinen Mod mit Fehler. Was ist denn mit Curseplay? Wer sagt auf jedem Projekt, Curseplay muss rauf? Also Fabi, wir reden jetzt nicht mehr. Das Ding ist einfach, dass nicht jeder Mod fehlerfrei sein kann. Weil es einfach Mods gibt, wo Fehler einfach nicht zu beheben sind. Und ich glaube, es ist schwer genug für Modder, die Fehler zu finden oder überhaupt generell erstmal die Fehler zu beseitigen, die vielleicht ein vorheriger Mod gehabt hat. Weil es muss irgendwo ein Modell geben. Und das Modell baut ja auf irgendwas auf. So, und viele Modder, nehme ich mal an, die meisten werden irgendein Modell sich vornehmen. Ich weiß jetzt nicht, wie das funktioniert. Sorry, wenn ich da jetzt irgendeinen Scheiß erzähle, aber ich kann es mir nur so vorstellen, dass man halt eben eine Vorlage hat. Und nach der eben aufbaut. Und der Aufbau muss ja dann auch demzufolge fehlerfrei sein. Wenn der nicht fehlerfrei ist, kann der Mod auch nicht fehlerfrei sein. Und ich gehe mal davon aus, dass man die Fehler einfach nicht wegkriegt. Weil die so versteckt sind, dass du die nicht findest. Deshalb kann, egal welcher Mod, das ist nicht fehlerfrei sein. Nur du kannst gucken, dass du die Fehler verringerst. Auf ein Minimum. Und ich glaube, dass da, wenn es danach geht, dass der Fabi da schon guckt, dass er da ein Minimum findet. Nur du lädst dann irgendwas runter, mache ich das, das ist ja keine Anklage oder so, ich will hier keinen verurteilen oder so, aber du lädst dann halt einfach irgendwas runter und denkst, oh, cooler Mod, so mache ich es ja auch, so macht es ja jeder, nehme ich mal an. Gutes Bild, gute Struktur, coole Bewertung, aber vielleicht auch ein bisschen auf die Fehler achten. Ja klar. So, was wollte ich jetzt machen? Jetzt habe ich den Puma zurückgefahren und jetzt, oh ne, nicht den Puma, den... Ostrein? Ja. Die Pellets, die unten sind. Wo ist denn der? Welche Pellets? Achso, ja, Holzpellets, ja. Ja, das sind ungefähr, habe ich mir ausgerechnet, 42.000 Euro. Ach du Scheiße, warum leckt denn das hier so? So habe ich hier nur noch 16 FPS. Ja, könntest du vielleicht gucken, dass du die verkaufst, weil dann könnte der David sich noch einen Autoload-Anhänger kaufen. Warum leckt denn das hier so scheiße? Ja, warte. Ich nehme die Kohle. Was ist das Problem hier, ey? Ist mir ehrlich. Hier sind die ganzen Lager, hier ist auch Ausgabetrigger und alles. Ach du Scheiße. Ja, irgendwie hat der Anhänger auch einen Bug. Guck mal. Der hat hier die Kollision schon. Achso, die ist ja da. Ja, hier so eine Rampe, die du ausfahren kannst. Ich habe auch kein Icon mehr für die. LOL. Du hast kein Icon mehr zum Greifen? Ja. Ja, das liegt daran, du hast No HUD Mode an. Du musst aus dem Fliegemodus rausgehen und dann den No HUD Modus ausmachen. Deshalb nichts vielleicht. Nee. Oder einfach einen Rechtsklick drauf geben.
Also. Geht das jetzt mit? Ah, gut. Oh Mann. Oh lol, fuck. Stopp. Uff. Scheiße. Du hast noch nie mit mal 10 Kraft gespielt, nehme ich an. Nee. Er hebt ja hier den ganzen Anhänger durch die Luft. Oh fuck. Lass ja. einfach los. Fab, jetzt haben wir nichts mit Abschleppstangen oder sowas. Warum leckt es so hin, so extrem dahin? Zwar ich verstehe das nicht. Zwar hier. Sergi, was? David. Ja, was? Willst du mitfahren, David? Ja, die Folge ist rum. Zwar also, hier ja. leckt leicht bei mir auch. Es sieht so leicht. Ja. So. Ich kann nicht. Ah, doch, jetzt. Gut. Und? Ey, ich bin über ein Gigabyte. Das ist Betrug. Hey, wo ist denn hier Beifahrer-Skript? Ich sitze gerade nicht drin, weil ich gerade gucke, wo die eine Bienenproduktion ist. Die aber ist... kannst du mir mal erklären, warum das hier so extrem ist mit den Lags? Also ich habe hier eine FPS von 40 und jetzt 10, wenn ich da in das Lager gucke. Oh Gott, dann also ich habe hier habe ich eine 60er FPS, wenn gucke ich in das Lager, habe ich gleich 30. Boah. Wow. Ja, dann macht es. Dann machst du das Tor zu. Boah, zieht extrem zu. Ja, okay, damit beenden wir jetzt auch die Folge. Macht's gut, haut rein. Lasst ein Däumchen da, schaut bei den anderen 3 Bobos vorbei. Die sind alle unten in der Videobeschreibung. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, Leute. Ciao.